So, ihr Lieben, mal wieder ein Monatsrückblick bei mir. Ich hänge immer so leicht hinterher. Ja, aber ich habe jetzt den ersten Monatsrückblick für den Oktober und zwar für den 1. bis 15. Heute ist schon der 28. Tut aber nichts zur Sache. Ich sage das bloß, weil ja normalerweise immer mein Kalender steht, aber durch die Oktober-Halloween-Deko ist es zurzeit nicht der Fall. Ja. Ich habe in der ersten Monatshälfte 6 Bücher gelesen mit insgesamt 1785 Seiten, bin also völlig zufrieden, ist in Ordnung. Waren auch ein paar sehr gute Bücher dabei. Ich fange mal an mit Blutige Stille von Linda Castillo. Das ist der erste Teil, der zweite Teil der Kate Burkholder Reihe und spielt also in einer Kleinstadt in Amerika, wo ein Drittel der Bevölkerung Amish ist, also diese Religionsgemeinschaft. Und die Kate ist so eine Art Chief in dieser Kleinstadt und sie war mal Amish, aber dann ist etwas passiert in ihrem Leben. Das wird im ersten Band aufgegriffen und sie verfolgt das jetzt nicht mehr, aber sie kann dadurch natürlich gut vermitteln, weil da entstehen natürlich Probleme, wenn man unterschiedliche Religionsgemeinschaften innerhalb einer Stadt hat. Das ist ja normal bei den Menschen, dass sie dann nicht so gut miteinander klarkommen. Ja, auch hier gibt es wieder einen brutalen Mordfall, bei dem sie ermittelt. Daher, ja, Thriller steht auch drauf, also Krimi-Thriller, ne? Also Ermittler-Thriller finde ich sehr gut. Sind die Thriller, die ich tatsächlich am liebsten lese, wo man Ermittlern folgt, mit denen man sich dann auch so ein bisschen identifizieren kann. Oh, ich habe heute ganz schön Sprachprobleme. Auf jeden Fall, wieder sehr spannend, kann ich nur empfehlen. Zur Geschichte möchte ich nicht allzu viel sagen. Ich würde eh meinen, fangt mir den ersten Band an. Ich kann diese Reihe auf jeden Fall empfehlen. Ich habe vergeben 4 von 5 Sternen aus dem einfachen Grund. Wie auch im ersten Teil hatten mich kleinere Details gestört. Und zwar zum einen, dass die Kate manchmal ein bisschen rabiat ist bei ihren Zeugenbefragungen. Und das andere ist, wie man mit Betäubungsmitteln und Alkohol umgeht. Weil irgendwie jeder zweite Polizist hat hier irgendetwas auf der Seele, was er nicht so gut verkraftet, weswegen er dann zu Tabletten oder Alkohol greift. Ja, da bin ich jetzt nicht so scharf drauf beim Lesen, ist aber in Ordnung. Also die Solos sind völlig spannend. Diese kleine Mini-Ausgabe hat 455 Seiten, aber wenn man hier so ein normales Buch hat, also mal so zum, Vergleich, das hier ist ein normales Taschenbuch. Ja, also die Ausgaben von dieser Fischer Taschenbibliothek sind wesentlich kleiner. Und ich glaube, im Original hat dieses Taschenbuch nur 340 Seiten. Es ist also gar kein so dicker Klopper, wie das jetzt erscheint. Ja, hat mir aber sehr gut gefallen. Dann habe ich gelesen ein E-Book, und zwar auch im zweiten Teil, nämlich die Auftragsschnulze von Jane Christo. Jetzt bin ich nicht bei der Jane. Und das erste ist der Auftragsthriller und da haben wir die Trudi und die stellt fest, dass ihr Mann sie gar nicht, ganz schön verarscht hat und außerdem tot ist und sie mit einem Schuldenberg zurücklässt. Und sie lernt dort einen netten Polizisten kennen, aber auch jemand, der so ein bisschen sich mit dem organisierten Verbrechen beschäftigt. Beide sind ziemlich heiß und sind interessiert an ihr. Und um sich Geld zu verdienen, hat sie im ersten Band angefangen, einen Auftragsthriller zu schreiben, sprich ein Buch, um sich etwas dazu zu verdienen. Sie ist nämlich Lehrerin und hier schreibt sie jetzt eher so eine Schnulze, eine Liebesgeschichte. Und klingt alles ziemlich seicht, ist es auch, aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Es ist absichtlich, also Jane Christo schreibt, ich habe vergessen. Ich glaube, Romantic Suspense heißt das oder so ähnlich. Na, auf jeden Fall, man hat so ein bisschen Romantik und man hat so ein bisschen Thrill-Faktor oder so. Locker, leicht, fetzige Dialoge, sehr flapsig geschrieben. Ich genieße diese Schreibweise von ihr sehr. Es war mir aber auch wie der erste Band etwas zu flapsig und diesmal habe ich auch nur 3,5 von 5 Sternen vergeben. Weil ich das Gefühl hatte, es waren auch nur 165 Seiten, dass ungefähr die Hälfte des Romans so ein bisschen die erste Geschichte nochmal wiederholt wurde. Hätte nicht sein müssen. Ich glaube aber, dass sie noch ein drittes Buch in dieser Reihe schreibt und auch das werde ich lesen und dann mal gucken, ob mir das wieder ein bisschen besser gefällt oder ob es jetzt
noch ein bisschen weiter bergab geht. Kann ich aber trotzdem empfehlen. Also wenn man was ganz Leichtes, so eine Liebesgeschichte, eine leichte für zwischendurch lesen möchte, fand ich gut. So, und dann mein Highlight in diesem Monat und wahrscheinlich auch, also definitiv eins meiner Jahreshighlights, Baum der Tiere von George Orwell. Großartig. Für alle, die nicht wissen, um was es geht, man hat eine Farm und die Tiere rotten sich tatsächlich zusammen und begehren auf gegen die Menschen. Und nachdem sie die Menschen von der Herrenfarm vertrieben haben, gründen sie dann entsprechend diese Tierfarm und organisieren sich selbst. Ja, und bei dieser Selbstorganisation, die hat so ein bisschen sozialistische Züge. Und man stellt fest, genau das, was man eigentlich vom Sozialismus erwartet. Wenn alle mitziehen und alle fair und gerecht sind, dann funktioniert der Sozialismus. Und wenn es aber Leute gibt, die sich irgendwie bereichern möchten und die sich erheben möchten über andere, dann funktioniert der Sozialismus nicht. Und ganz großartig, wie es geschrieben wurde, auf was aufmerksam gemacht wurde und wie anhand der Tiere gezeigt wurde, wie ja auch politische Mechanismen, auch Vertuschungsmechanismen und Medienpropaganda, alles, wie das so funktioniert und wie dann so eine sozialistische Gesellschaft, eine Aufbruchsgesellschaft nach einer Revolution wieder korrumpiert werden kann. Mit einem ganz großartigen Ende, also fand ich genial, ich habe 5 von 5 Sternen vergeben und diese Ausgabe hat 132 Seiten. Ja, dann habe ich eigentlich noch ein Taschenbuch gelesen, aber ich habe, das hat mir nicht so gut gefallen, sage ich auch gleich was dazu. Deswegen habe ich es auch schon weitergegeben an eine Freundin und zwar Spinnenfeuer von Jennifer Este. Ich zeige euch jetzt mal einfach das Cover auf dem Kindle, weil ich das Buch jetzt nicht mehr habe. Hatte 400 Seiten, ist der 6. Teil der Jim Blanco-Reihe. Sie hat dann noch diese Frost, Gwen Frost-Reihe, das waren auch 6 Bände und jetzt hat sie ja ganz neu diese, ich will mal Black Dagger sagen, Black Blade. Ja, aber Black Blade und die Frost-Reihe sind eher so Jugendbuch und diese Spinnenreihe, da gibt es im Amerikanischen glaube ich schon 15 oder 17 Bände, also die hat gar kein Ende und da geht es um die Jim Blanco, die ist Auftragskillerin. Oder ehemalige Auftragskillerin mittlerweile. Und sie führt aber auch ein Barbecue-Restaurant. Das heißt, sie kann kochen. Und ich liebe es sowieso auch schon in der Frostreihe, wie Jennifer Estep auch immer Essen beschreibt oder Essen machen beschreibt. Die Farben und den Geruch und einfach großartig. Das liebe ich. Ich liebe auch den flapsigen Stil, weil diese Auftragskillerin, die benutzt natürlich auch mal schöne Flüche und Schimpfwörter und schnetzelt sich dann durch die korrupten Straßen von Ashland. Schon mittlerweile seit 6 Bänden. Zu der Handlung selbst sage ich nichts, weil man fängt mit dem ersten an, wenn es euch interessiert. Der erste hat mir auch richtig gut gefallen. Ich glaube, da habe ich auch 5 Sterne vergeben. Fakt ist aber, was mich auch bei der Frostreihe schon stört, Estelle benutzt immer wieder dieselben Phrasen. Ja, also schöne Sachen, die sie sich ausgedacht hat, die im ersten Teil total cool sind, im zweiten vielleicht auch noch, aber im sechsten denkt man bloß, ja, genau dasselbe habe ich die letzten Bände auch schon gelesen. Und was mich sowieso schon immer genervt hat, das hat mich in der Frostreihe genervt, das hat mich auch in der Spinnenreihe genervt, aber trotzdem liebe ich eigentlich die Charaktere und halt diese Flapsigkeit, diese locker leichte Schlagfertigkeit. Fakt ist aber, dass nach diesem Band werde ich Schluss machen. Ich habe jetzt 6 gelesen, ich brauche nicht noch 15 davon und habe insgesamt nur 3 von 5 Sternen gegeben. Ich liebe es immer noch eigentlich, aber in diesem Band wurde so viel wiederholt, es waren wieder so viele Phrasen, die ganze Handlung der restlichen 5 Bände wurde nochmal wiederholt. Es ist ewig nicht in die Gänge gekommen und es war einfach nur eine Soap mit ihrer Schwester, ihrem Ex, ihrem jetzigen Freund und weiß der Geier, wer da noch alles auftauchte. Und die eigentliche Handlung hat vielleicht, keine Ahnung, 10% des Buches ausgemacht und ich war dann so enttäuscht, dass ich mir dachte, ich würde an den nächsten Band sowieso rangehen, so nach dem Motto, er wird mich sowieso enttäuschen und deswegen lasse ich es jetzt bei diesen 8 Bänden, weil die 6 Bänden, weil die Grundgeschichte war eh nach 5 vorbei. Mehr spoilere ich
nicht. So, dann habe ich noch ein E-Book gelesen, mein zweites eigentlich. Und zwar habe ich eine Rätsel gesehen bei Goldschrift, Anna heißt sie, glaube ich. Und zu einem ganz anderen Buch. Auf jeden Fall habe ich da bei Amazon einfach mal geguckt und bin dann bei Dem Tod auf der Spur gelandet von Michael Zokos. Rechtsmediziner ist er, glaube ich. Oder ich sage das immer, ja, hier steht Rechtsmediziner. Ich sage aber irgendwie immer was Falsches, ist ja egal. Und der hat ja auch Romane geschrieben. Ich habe hier entweder Zerschnitten oder Zerschunden. Ist nicht mehr, auf jeden Fall den ersten Band von dieser Thriller-Reihe. Und hier geht es aber darum, es waren 240 Seiten um zwei Fälle. Zwei waren es, glaube ich, oder drei. Es ist insgesamt, hier steht 13 spektakuläre Fälle, aber die haben die aufgeteilt auf einzelne Bücher. Also eigentlich ist es eine Reihe. Zwei oder drei Fälle waren es. Und er beschreibt die Fälle, aber anhand dieser Fälle, was direkt passiert. Also dass der Leser sich auch mal vorstellen kann, was passiert eigentlich tatsächlich. Und es ist ein bisschen anders als bei CSI oder bei NCIS, wenn man das so guckt. Unten in der Gerichtsmedizin, es sieht tatsächlich alles ein bisschen anders aus und die Methoden und das dauert auch alles ganz anders. Also er versucht da mit ein paar Klischees aufzuräumen und das war auch ganz okay, das kann man lesen, muss man aber tatsächlich nicht. Ich habe insgesamt 3 von 5 vergeben. Hatte, glaube ich, auch nur 2,49 gekostet, deswegen war das okay, ich werde mir aber die anderen nicht kaufen. Ich werde dann erstmal den anderen Zokos lesen hier. Schnitten oder zerschunden halt, ne? Gut. Und dann noch der letzte und sechste Band für die erste Monatshälfte. Ich habe nämlich eigentlich eine leichte Leseflaute. Also wenn euch das interessiert, in meinen Vlogs erzähle ich immer, was ich jede, also Country Reading, was ich jede Woche so lese, da erzähle ich immer noch ein bisschen mehr zu meinen Eindrücken. Und Fakt ist aber, dass es mir ein bisschen schwer fiel, obwohl es 1700 Seiten sind, aber es fiel mir trotzdem ein bisschen schwer. Und rausgeholfen hat mich mir aus dieser Flaute Hexhorn. Ist auch ein locker leichtes Jugendbuch. Ich lese zurzeit relativ viele leichte Lektüre. Hexhorn ist eine Schule oder so eine Art Besserungsanstalt. Und hier kommt die Sophie hin. Da ist ein Zauber schiefgegangen, sie ist eine Hexe und deswegen kommt sie dorthin, um auch mal zu lernen, mit ihren Fähigkeiten umzugehen und dass man sich vor den Menschen vielleicht auch ein bisschen schützen sollte und nicht ständig mit seinen Fähigkeiten da hausieren gehen sollte. An dieser Schule sind auch Feen, oder waren es Elfen? Ich glaube Elfen waren es. Vampire, Werwölfe, aber auch andere Gestaltenwandler sind das dann. Also Werwölfe und Gestaltenwandler. Und das war's, glaube ich. Kann sein, dass ich irgendwas vergessen habe. Ja. Grundstory finde ich absolut klasse, weil das halt auch dieses Harry Potter Feeling ist. Ne? Man hat so eine Schule mit speziellen Fähigkeiten, wo man auch ein bisschen zum Unterricht geht und Freunde findet und auch Abenteuer erleben muss. Also ich liebe so dieses Grundgerüst. Und auch diese Geschichte fand ich sehr gut. Ich war erst ein bisschen skeptisch, weil ich mit Jugendbüchern zurzeit so ein viele sind halt irgendwie peinlich und immer dasselbe und dann peinliche Love Story und dann Friede, Freude, Eierkuchen und irgendwie null Überraschung. Hier gibt es auch die Zicken und hier gibt es auch einen Todesfall und ein Abenteuer und hier gibt es auch einen Kerl. Aber ich muss sagen, es war doch ein bisschen anders. Es war ein bisschen überraschend. Es hat Spaß gemacht. Und ich freue mich schon auf die Fortsetzung. Ich habe aber gesehen, dass die gar nicht mehr verlegt werden und man die, glaube ich, nur noch gebraucht kaufen kann. Und die bei Rebuy oder bei Momox, glaube ich, Medimobs richtig viel Geld kosten und oder zum Teil gar nicht vorhanden sind. Muss ich mal gucken. Ich glaube, im Dezember gönne ich mir mal den zweiten Teil. Kann ich also empfehlen, wer auf diese Grundstory steht und noch so ein bisschen Spannung und ein bisschen liebes Schnulzen, Gedöns haben möchte. Für den ist es genau das Richtige. 304 Seiten und ich habe 4 von 5 Sternen gegeben. Ja, das war meine erste Monatshälfte. Die war soweit gut. Meine schlechteste Bewertung waren 3 Sterne, 6 Bücher, 1700 Seiten. Die zweite sieht dann ein bisschen anders aus. Da habe ich... Red mal dann.
Ich beende jetzt erstmal diese Monatshälfte und wir sehen uns dann in ein paar Tagen zu den restlichen 16 Tagen dieses Monats. Bis dahin, tschüss!